Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal zum Thema holistische Zahngesundheit. Darf ich heute noch mal ein ganz tolles Gespräch führen mit der Dr. Karin Bender-Gonsa und sage ganz herzlich Hallo nach Namibia. Hallo liebe Karin, schön, dass du dir noch mal Zeit genommen hast. Ja, hallo nach Deutschland. Schöne Grüße aus dem warmen und sonnigen Namibia. Also ihr seht, ich bin schon etwas gebräunter als die meisten in Deutschland. Hier ist es wunderschön und ich schicke euch diese wunderbare Wärme jetzt ganz, ich reflektiere sie euch jetzt nach Deutschland, sagen wir mal so. Das ist schön, weil wir haben heute gar kein tolles Wetter irgendwie draußen, aber okay. Karin, von dir kursiert derzeit auf YouTube ein Interview mit einem Chemiker und Ingenieur, sagst du, ne? Dr. Ja. Noack. Ein ganz, ganz tolles Video, das wie ein Virus, also ein Interview, wie ein Virus derzeit auf den Kanälen von YouTube kursiert. Binnen kurzer Zeit, ich habe heute Mittag geschaut, es sind so 175.000 Aufrufe inzwischen und das Video ist gerade mal erst seit 4 Wochen hier am Start. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass ich heute jetzt hier in diesem Rahmen auch nochmal mit dir darüber sprechen darf, um was es dir bei diesem Interview da ging. Ich verlinke euch auch das Interview mit Dr. Noack gerne hier in der Infobox. Und da hast du noch so ein paar Informationen darüber hinaus, so ein Anliegen einfach, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, also dieses Interview ist entstanden bei einem Seminar, auf das mich der Dr. Noack eingeladen hat im November letzten Jahres. Und ich wusste, ich war überhaupt nicht vorbereitet auf die Fragen, die er mir stellen würde. Also ich bin da relativ unvorbereitet reingegangen. Und ja, und da haben sich natürlich ein paar Fragen ergeben, die ich ja aus meinem Leben und aus meiner Berufstätigkeit beantwortet habe. Und viele, die das Video gesehen haben, die empfinden mich da oder ich bekomme Rückmeldungen per Mail oder auch als Kommentare, wo ich dann immer denke, so okay, die sehen mich eigentlich gar nicht so, wie ich wirklich bin. Also viele denken, ah, das ist so eine Systemkritikerin, die gegen das System schießt und wunderbar, dass es solche Ärzte jetzt auch gibt. Aber das ist überhaupt nicht so mein Anliegen gewesen. Und mein Anliegen ist ja, wenn ihr mich kennt, die holistische Zahngesundheit. Und das ist das, was ich eigentlich transportieren möchte. Am Ende des Interviews gehe ich da natürlich auch drauf ein, auf viele Aspekte der holistischen Zahngesundheit. Aber das wird oft nicht so wahrgenommen, wenn man dieses Interview sieht. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, jetzt nochmal einfach aufzuklären, was eigentlich wirklich mein Thema ist. Mein Thema ist natürlich ja eine holistische Gesundheit und die holistische Gesundheit ist nicht die ganzheitliche Zahngesundheit. Also das wird oft verwechselt. Viele denken immer, ach, das ist eine ganzheitliche Zahnärztin und die macht statt Schulmedizin, macht die dann irgendwelche naturheilkundlichen Geschichten und die ist gegen Fluorid und solche Sachen. Das ist ein Aspekt. Die holistische Gesundheit, die basiert auf 3 Ebenen, auf Körper, Geist und Seele. Und natürlich die Schulmedizin oder auch die alternative Zahnmedizin, die ganzheitliche Zahnmedizin, die findet statt auf der körperlichen Ebene. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, Körper, Geist und Seele, da hat die körperliche Ebene 1/3. Also 1/3 spielt sich auf der körperlichen Ebene ab, aber 2/3 sind ganz woanders und das wird oft nicht wahrgenommen. Oder in dem Interview kommt das meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Und deshalb heute nochmal darauf ein bisschen den Fokus gelegt. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist so wie mit einem Eisberg. Der Eisberg schwimmt auf dem Wasser und unten drunter ist er mindestens doppelt oder dreimal so groß wie das, was man oben sieht. Und so vergleiche ich gerne immer die Zahnmedizin, wie wir sie kennen, ob sie jetzt Schulmedizin oder ganzheitliche Zahnmedizin betrifft. Das Teil, was wir sehen, das ist praktisch die Reparaturzahnmedizin, wie wir sie kennen. Und das, was unter der Oberfläche ist, das sind die 2/3, die wir eigentlich nie betrachten. Und ich sehe mich in der Rolle,
ja, die Menschen einfach darüber aufzuklären, dass es da noch mehr gibt als das, was wir sehen. Und dass das eigentlich der dominante Part ist beim Gesundwerden. Also das Oberflächliche, was wir sehen, das reparieren wir auf die eine oder andere Art. Ja? Aber dann ist es nicht geheilt. Also es ist zwar repariert, aber es ist trotzdem noch da. Ja, und um es richtig zu heilen und das ist mein Ansatz, ich möchte, dass die Menschen wirklich irgendwann keine Zahnprobleme mehr haben. Das ist wirklich mein Anliegen. Aber dazu muss jeder selber begreifen, was eigentlich dieser Teil unter Wasser ist, damit er selber die Verantwortung übernehmen kann und da etwas verändert. Und das kann nur jeder selber verändern. Also das ist eben nichts, was der Zahnarzt machen kann, sondern das, was unter der Oberfläche schwimmt, das kann nur jeder selber machen. Und da ist die Krux schon, dass viele in unserer Gesellschaft daran gewöhnt sind, wenn man ein Problem hat mit der Gesundheit, geht man zum Arzt, zum Heiler, zum Heilpraktiker, zum Therapeuten. Und der macht schon. Ja? Aber auch viele, die ganzheitlich denken, haben immer noch im Kopf, ja, ich gehe mal irgendwo hin und frage und der sagt mir, was ich zu tun habe. Ja? Also ich kriege auch jetzt ganz viele Anfragen, ja, ich habe das und das Problem, was soll ich tun? Und das ist einfach nur dieser oberflächliche Teil. Die Frage müsste sein, was kann ich tun, um zu erkennen, welches Thema steckt hinter meinem Zahnproblem? Das ist eigentlich die richtige Frage, die gestellt werden müsste. Und da bin ich sozusagen, so empfinde ich mich als Geburtshelfer in diesem Prozess, den Menschen einfach zu zeigen, was steckt da unter der Oberfläche, wie kannst du dieses Symptom interpretieren, was steckt an Informationen dahinter und was kannst du persönlich tun, um es aufzulösen. Denn nur wenn du es auflöst, dann hat es überhaupt keinen Grund mehr wiederzukommen. Also dann haben wir wirklich Heilung. Ja? Und darum geht es mir eigentlich vordergründig. Es geht mir nicht darum zu sagen, natürlich geht es mir auch darum zu sagen, das System ist nicht gesund. Das System ist krank. Also das System, in dem ich gearbeitet habe als Zahnärztin, ist ein altes System, was überholt werden muss. Ja? Und da gilt es eben auch immer mehr Leuten die Augen zu öffnen und nicht sich hinzustellen und zu sagen, alles ist schlecht, alle sind blöd, sondern einfach zu sagen, hey, guck mal noch ein bisschen weiter und die Leute ja bewusster zu machen. Und ich merke jetzt, die Resonanz auf dieses Interview ist so riesig, dass jetzt, und das freut mich so sehr, immer mehr Zahnärzte und Kollegen mich anschreiben und sagen, genial und genau so erlebe ich es auch in der Praxis und toll, dass endlich mal jemand darüber spricht. Und das fände ich so schön, dass ich jetzt sehe, Mensch, es gibt so viele Kollegen, die genauso ticken, die sich immer versteckt haben, die nie den Mut hatten, mal rauszugehen und zu sagen, ja, und das muss geändert werden und das finde ich schlecht, aber wie soll ich selber was verändern? Und wenn wir jetzt immer mehr werden, ja, wenn immer mehr Kollegen sich zusammentun und sagen, ja, wir haben die gleichen Erfahrungen und gemeinsam können wir etwas verändern. Und das finde ich so großartig. Ja, also deshalb, wenn es ein Kollege sieht jetzt, bitte, bitte, melde dich bei mir und wir können vielleicht so ein Netzwerk von holistisch denkenden Zahnärzten aufbauen, die dann wirklich etwas verändern können. Ja. Ja, und nicht gegen das System wettern oder das System da irgendwie angreifen wollen, sondern einfach mit dem System vielleicht auch in eine andere Richtung gehen können, gemeinsam, ne, um das auch nochmal klarzustellen. Also es geht nicht darum, das System zunichte zu machen, sondern da holistische Ansätze ein bisschen mit mehr mit reinspielen zu lassen. Ne? Es ist im Grunde genau das Gleiche wie mit der Heilung eines Symptoms. Ja? Also da ist etwas krank und das muss einfach transportiert werden. Ja? Das heißt nicht, wir reißen alles ab und wir machen alles weg und dann wird es besser. Ja. Sondern es geht wirklich darum, was ist denn gut an dem... Es gibt auch gute Dinge an der Schulzahnmedizin. Das betone ich auch immer wieder. Nicht alles können wir schlecht machen.
Es gibt aber Dinge, da müssen wir ganz bewusst hinschauen und sagen, da ist das System krank. Ja. Das müssen wir einfach transformieren. Es ist ja wie die Feuerwehr. Aber es gilt nicht zu sagen, ja, natürlich, genau. Das ist wie die Feuerwehr. Wenn ich jetzt ganz akut ein Thema mit einem Zahn habe, was weiß ich, so starke Schmerzen, pochende Schmerzen an dem Zahn, dann bin ich froh, wenn ich mich dem System unter Umständen auch da hingeben kann und da mal Linderung finde für den Moment und mich dann anschließend damit beschäftige, warum war das so. Genauso, wenn ich beim Skifahren unterwegs bin und presche mir ein Bein auf der Piste, bin ich dankbar, dass es dieses System gibt, dass mir dann da mein Bein nochmal schient und anschließend kann ich mich mit beschäftigen, warum hat das Universum mich denn jetzt da so stürzen lassen, dass ich jetzt mal von der Senkrechten in die Waagerechte gekommen bin. Es hat alles seinen Sinn, ne? Irgendwo. Gut, liebe Karin, super, vielen, vielen Dank, dass du diese Information noch mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, ich verlinke euch den Kanal von Karin hier unter dem Video, ihren YouTube-Kanal, ihre Homepage und auch das Interview mit dem lieben Dr. Noack, von dem wir gesprochen haben. Schaut da auch gerne mal rein. Und da werdet ihr mehr verstehen, wenn ihr jetzt so zum ersten Mal hier vielleicht von holistischen Ansätzen auch was erfahren habt. Wir schicken euch eine ganz herzliche Umarmung. Danke für euer Dabeisein, für euer Interesse und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Irmgard und die Karin. Hallo. Tschüss. Tschüss.